So, und da bin ich auch schon wieder. Ab geht's zum Hounds Pits Pub. 48 Gegner. Chaos-Faktor hoch, klar. Wie sonst? Schreiner fehlt mir eine Rune. Ja, toll, habe ich voll verdröhnt. Ich habe keine Gemälde gefunden. Alter, wie schlampig ich werde. Es geht aufs Ende zu. Das ist immer so. Pieros Arznei und Sokolovs Elixier sind konkurrierende. Cecilia? Bitte, nein! Oh, Sie sind's, Corvo. Den Sternen sei Dank. Wir dachten, Sie wären tot. Ja. Bis auf Samuel. Er schien sich sicher, dass Sie überlebt hatten. Ich sah ihn auf dem Fluss, bevor das Gemetzel begann. Ich wollte die erst eigentlich abstechen. Er war schlau genug, nicht an Land zu kommen. Und er ist sicher noch draußen. Sucht vermutlich nach Ihnen. Havelock rief uns in den Garten. Aber es ging mir nicht gut. Ich sah vom Dachboden aus zu. Er hatte ein Entermesser. Erst stach er Wallace mitten ins Auge, tötete Lydia und dann erschoss er Callista von hinten. Emily sah alles. Alter Schwede. Havelock schrie etwas über die Dinge, die er getan hätte und die keiner wissen dürfe. Pendleton konnte niemandem ins Gesicht sehen. Sie sagten, Sokolovs Zeit sei reif und gingen zum Käfig. Was danach war, weiß ich nicht. Okay. Emily war dabei, als das Gemetzel begann. Armes Kind. Ich hoffe, sie hielt die Augen zu. Der Admiral sagte, Morton habe recht. Sie sprachen wohl darüber. Und dann haben sie sich Sorgen gemacht, für all ihre Taten gegen den Lordregenten hingerichtet zu werden. Deshalb haben sie sie wohl auch vergiftet. So. Wollen wir mal sehen. Her damit, Alter. Die werde ich sowas von töten. Die Schlüssel habe ich zwar beide schon, aber... Was für ein Tag. Heute eine große Feier geben. Bei der letzten Krönung war ich noch ein Kind. Wenn wir bis... So. Siehst du das Chaos hier? Ganz ruhig. Einer der Offiziere sagte, er sei tot. Vergiftet und in den Fluss geworfen. Der Alter, jetzt ist hier auch noch einer. In den Fluss geworfen. Wie hat der mich denn entdeckt hier schon wieder? Schwule Scheiße hier. So, nein. Obwohl, warum eigentlich nicht? Ein Toter. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschauen. Jetzt hab ich. Verbrennen! Juhu! Warum jetzt andere Technik verwenden, ne? Oh. Alter Schwede. Voll verkohlt. Er auch hier. Das war's mit dir. Achtung, Bürger von Dunsor. Mit traurigem Herzen gibt die Stadtwache den Tod des Lordregenten Hiram Boros bekannt. Möge sich sein Geist von dieser Welt verflüchtigen und in ewige Glückseligkeit übergehen. Bam, Alter, voll den Kopf abgehackt. Alter, Ratten, verspisst euch! Jetzt werde ich hier von Ratten gefickt, oder was? Verbrennen. Burn, Baby, burn. So, wie viele Pfeile habe ich denn noch? Noch zwei. Nehme ich mal die normalen. Alter, wieder eiskalt mal so ein Betäubungspfeil überlebt, ne?
Ah, fuck, ey. So, dann wollen wir mal sehen. Scheiße, Mann. Alter, ich werde immer schlampiger hier, ne? Das ist echt übel. Ich stürm da regelrecht durch. So. Guck mal eben ganz kurz. Havelocks Anordnung für die Wache, ja, mache ich gleich. Kugeln, meins. Noch ein Hoch muss ich. Und noch ein Hoch, weil es so schön ist. Okay. Warum auch immer sie das machen. Ich will mich ja nicht beschweren. Gibt mir die Möglichkeit. Es ist gut, mit jemandem von meinem Niveau zu reden. Da stimme ich zu. Ihre Entlassung von der Akademie war ein Verbrechen gegen die Naturphilosophie. So, jetzt habe ich wieder ordentlich Runen. Ich kann Rattenschwarm, will ich am liebsten noch ein Hoch. Das mache ich jetzt. Sie auch damals schon sagen. Aber warum meinen Groll hier? Ich habe ein paar Fragen. Zum Elixier, ja, wir müssen über Ihr Corvo gut zu sehen, dass Sie noch leben. Die Stadt wäre nicht dieselbe, wenn Sie nicht mehr bei uns wären. Okay, jetzt machen alle wieder hier einen auf Freund. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Ich habe ihn so justiert, geil, dass wir vor der Wirkung sicher sind. Der Blitzpfeiler wird nur in der Gegenwart unserer Feinde aktiv. Dieser Blitzpfeiler ist wirksamer als sein Vorgänger. Er besitzt eine größere Reichweite. Eliminiert unsere Gegner, während er uns ignoriert. Ich brauche nur noch eine letzte Sequenz aus dem Bauplan des Geräts. Havelock hat ihn studiert, bevor das Gemetzel losging. Bringen Sie den Bauplan zurück. Er war in seinem Schlafzimmer, bevor er verschwand. Hoffentlich ist er immer noch dort. Sie mögen ein geschickter Kämpfer sein. Okay. Doch leider sind Sokolov und ich nicht mit diesem Talent gesegnet. Ohne den Blitzpfeil ist unser Tod nur eine Frage der Zeit. Wir können das Gerät in Gang setzen. Oder Sie können alle unsere Gegner nacheinander ausschalten. Das ist allein Ihre Entscheidung. Alle Gegner erledigen es natürlich ganz gut. Emily mache ich später. Okay, warum geht der so komisch? Und jetzt wieder zurück. Der verwirrt mich, der Kerl. Das ist hoffentlich kein Scherz. Warum patrouilliert hier denn keiner? Die sind alle tot. So, da ist Emily. Havelocks altes Zimmer. Blitzpfeiler-Baupläne. Havelock, Piero, Emily. Alles klar, ich gehe wieder übers Dach. Da statte ich dann Emily gleich mal einen Besuch ab. Oh, sehr schön.
ein Brief von Emily. Corvo, erinnerst du dich daran, wie ich dir von einem besonderen Bild erzählt habe, das ich für dich gemalt habe? Das hier ist es. Ich weiß nicht, wohin du gegangen bist, aber ich hoffe, dass du es dir ansiehst, wenn du zurückkommst, und dass es dir gefällt. Ich würde es gerne mit zum Dunwall Tower nehmen. Heute Abend sind alle irgendwie komisch. Samuel hat Callista etwas über einen Signalwerfer erzählt, den ich benutzen soll, um ihn zu rufen. Er sagte ihr, die Tür zu meinem alten Turm abschließen. Okay. Ich habe gehört, wie der Admiral den anderen gesagt hat, dass wir heute Abend zu einem Leuchtturm auf Kingsbarrow Island reisen werden. Ich hoffe, dass du vorher wieder zurück bist, Emily. Callista, ich würde mal sagen, ich bringe mal die Baupläne zurück. Und ich glaube, dann ist schon wieder eine Folge rum. Na, zack. Und Sturm, Sturm, Sturm. Hui. So, hier sind die Baupläne. Oh. Solange ich die notwendigen Materialien habe. Nochmal Upgrades geht das doch nochmal. Erst nochmal gucken, was für Verbesserungen springen Minenradius. Na gut, okay, darauf kann ich verzichten. Würde ich mal sagen. Ein paar Explosiv, ein paar Granaten. So. Und dann mach mal die Baupläne hier fertig. Erstaunlich. Erstaunlich, das sind deine Baupläne. Der Blitzpfeiler ist vollendet. Nun sollten wir ihn aktivieren. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin ja, das sagte, oder zu einem Häufchen Asche. Das sagte bereits Was er hier schon. Dazu, Corvo? Wusste ich bereits. Da verbrennen Sie sie! Nur eine kleine Justierung, dann sind wir startklar. Alles ist fertig, Corvo. Wir müssen das Gerät nur noch aktivieren. Möchten Sie sich die Ehre geben? Ja, hole ich auch. Wenn dieser Blitzpfeiler aufgeladen ist, wird niemand sich in unserer Nähe. Kann ich nicht öffnen, okay. Ich arbeite effizient. So, wo kommt das die Geschichte jetzt hin? Doch nach oben. Zack, und der letzte ist drin. Alter, alle auf einmal, heftige Lage. Irgendwie hätte ich auch damit, habe ich schon damit gerechnet. Wirklich unbeschreiblich. So viele Leben auf einen Schlag ausgelöscht. Großartig, so viele Leben. Ja, gut, so. Ah, geil, die sind echt ein Haufen Asche geworden. Callista. Brief an Callista. Callista, machen Sie sich keine Sorgen. Ich glaube, dass es immer noch Hoffnung für Emily und Dunwall gibt. Ich denke nicht, dass Corvo verschwunden ist. Ich werde den Fluss nach ihm absuchen. Aber wenn Sie von ihm hören, schießen Sie mit dem Signalwerfer, den ich in Emilys Turm versteckt habe, eine Leuchtrakete ab und ich komme zurück, so schnell ich kann. Halten Sie diesen Turm verschlossen und passen Sie auf sich auf. Emily wird Ihre Hilfe benötigen, wenn das hier alles vorbei ist. Samuel. Alles klar, ab in den Turm. Wobei, vorher werde ich nochmal. Kurz, wo ich hier schon mal bin. Havelock.
Havelocks Anordnung für die Wache. Hauptmann Manning, wir haben die Verschwörer zum Hound Pits Pub zurückverfolgen können. Durchsuchen Sie das Gebäude nach den Naturphilosophen Pyotr Joplin und Anton Sokolov. Tun Sie alles Notwendige, um die Aufzeichnungen zum verbesserten Pitzpfeiler sicherzustellen, an dem die beiden gearbeitet haben. Unterziehen Sie die beiden einem gründlichen Verhör und wenn Sie alles gesagt haben, was Sie über die Pfeiler wissen, töten Sie sie. Bringen Sie mir den Blitzpfeiler zusammen mit allen Aufzeichnungen und Plänen. Die beiden mögen zwar zwei der begnadetsten Geister unserer Zeit sein, aber sie sind gleichzeitig auch Verräter, die mit Corvo daran gearbeitet haben, dieses Kaiserreich in den Abgrund zu stürzen. Solange wir nicht sicher sind, dass Corvo und seine Verschwörer unschädlich gemacht worden sind, behalte ich Kaiserin Emily Caldwin bei mir im Leuchtturm auf Kingsborough Island. Lord Regent, sein Name halt, ist mir gerade entfallen. So, ab geht's in Emilys Turm, würde ich da mal sagen. Alter, hier muss es doch eine Tür geben. Wie sind die denn da sonst reingekommen? Ach man. Das ist doch sinnfrei. Da oben rüber, ja klar. Unmöglich. Was? Oha. Und ich kaufe vorher noch ein. Ich hoffe, du hörst dies. Was haben wir denn da? Ich bin verzweifelt. Das Mädchen ist weg. Emily. Ja, die Emily. Die Tochter der Kaiserin. Sie ist weg. Sie haben sie heute früh mit einem Boot abgeholt. Ich weiß nicht wohin. Wer kümmert sich jetzt um sie? Ich konnte nicht einmal Lebewohl sagen. Oh. Tja, Emily ist weg. Aber ich hole sie wieder, auf jeden Fall. So, ich weiß jetzt mal wieder nicht, wie lange die Folge war. Deswegen mache ich hier einfach einmal kurz Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.